Ja, das kommt davon, wenn man vergisst, die alten Dateien von der Festplatte zu löschen. Dann ist die nämlich irgendwann mal voll. Gut, sei es drum. Da warte ich jetzt doch noch, bis der Orca fertig ist, bevor ich meinen Angriff fliege. Und versuche möglichst viel von denen. Einheit bereit. Na also. Sir? So, das hier ist jetzt Team 1. Dann kommt mit den neuen Gegnern dazu. Dann fleuchen wir mal hier runter. Zerstören dieses Kraftwerk. Und die ganzen Kraftwerke hier hinten pusten wir auch noch weg. Wenn das erledigt ist, dann werden wir die Artillerie vernichten, dann die Lasertürme. Und den Rest können dann die Titanen machen. Bräuchte dann noch Titanen. Ne, dann machen wir mal 5 Stück hinterher. Wird gebaut. Dann haut mal ab. Wenn da jetzt ganz eine Raketeninfanterie kommt, dann dürfte ich schon wissen. Ja, genau, deck nochmal ein bisschen dabei auf. Das ist schön. Einheit bereit. Ah, da steht noch Info. Rum. Warte, ich will noch jemanden ein bisschen Platz. Ich hab's schon mal gehabt, da konnten wir hier nicht rauskommen, weil es alles voll war. Und eine Werkstatt könnte ich auch nochmal bauen. Da kann ich mich beschädigte Orcas reparieren. Frage ist halt, ob sich das lohnt. Nee, bei 1200 plus Reparaturkosten für jeden Müllpunkt kostet das, glaube ich, 1 oder 10 Geld anhalten. Und da lohnt sich das eher, halt, sobald wir ein erstes Schirm sind, nochmal eben 9 zu bauen. Zumal ich ja auch mit. Zu wenig Geld. Ja, ich meine. Der Tod aus der Luft. Zerstör mal den hier, dass sie nicht ständig so viel nachbauen können. Ich könnte dann natürlich auch einfach die Raffinerie zerstören. Und den Bauhof. Einheit bereit. Aber mit den Angriffen auf die Sammler kann ich Angriffe triggern. Geile Sache, weil dann verballern ihre Einheiten an meinen Trommeln. Und haben bald keine Kohle mehr zum Nachbauen. Machen wir den jetzt mal weg hier. Einheit bereit. Da muss ich gleich nur die Waffenfabrik noch zerstören. Komm schon, na also, geht doch. So, jetzt erstmal wieder nach Hause und aufladen. Ja. Was will der denn? Ich verliere das Servoöl. Einheit bereit. Mehr Titan. Wird gebaut. Einheit bereit, erledigt. Zack, hierher. Ja, es war eine gute Entscheidung, 12 Stück von diesen Dingern zu bauen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis sie nachgeladen haben. Gebäude verkauft. Hier stehen noch irgendwo noch hier die Ports, die können wir dann nochmal vernichten. Aber zunächst mal, das nächste Ziel wird, denke ich, sein: die Waffenfabrik und dann der Bauhof. Oder umgekehrt, erst der Bauhof, dann die Waffenfabrik. Das dauert noch ein bisschen. Also eben. Ich stelle mal die Spielgeschwindigkeit drauf, das ist sehr nervig. Ja, maximal ist ja ein bisschen übertrieben, ne? Pilot zur Stelle. Einheit bereit. Ich möchte, dass sie alle voll sind, bevor ich jetzt abfüße. Einheit bereit. Jetzt sind sie voll. So, Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen runter. Danke. Fortsetzen. Team 1. Kommst du mal her. Zerstörst mal den. Nein, nö, machen wir mal anders. Wir zerstören den. Ja, es ist jetzt die Geschwindigkeit wieder rauf. Sonst ist es zu lange. Waffenfabrik, wenn ihr schon gerade dabei seid. Jetzt wollt ihr die Raffinerie, wenn ihr auch so könnt. Ja, zack, weg damit. Hang. So, das sieht doch gut aus.
hauen wir gleich die restlichen Kraftwerke weg. Und die Hand von Lotte. Aber zuerst die Kraftwerke. So, jetzt stehen nämlich hoffentlich einfach hier rum. Ich weiß nicht wohin. Das finde ich gut. Okay, die fällt woanders hin. Dann haben die hier hinten noch irgendwo eine Raffinerie. Die muss ich dann auch nochmal ausschalten. Das kann ich mit dem nächsten Angriff machen. Und jetzt kommt hier wieder mit Infanterie an. Das schockt ja. Ja, ja, es ist ein neues Titan. Wieder aufmunitioniert. Ah, es ruckelt. Mal wieder. Aha. Einheit bereit. Der Tod aus der Luft. So, hier, yeah. Zerstören wir die Kraftwerke hier hinten, bevor ich hier so viele Gebäude zerstöre, dass die Verteidigung wieder anspringt. Muss ja nicht sein, ne? Einheit bereit. Einheit verloren. Warum kämpfen wir nicht da? Leute, ey, ihr seid so doof. Schon unterwegs. Nee, zerstören bitte. Einheit bereit. Okay, ich setze die Geschwindigkeit wieder runter. Anscheinend gibt es da Bugs bei den Dingern. Ja, Commander. Der Tod aus der Luft. Der Tod aus der Luft. Na komm, flieg doch jetzt wieder nach Hause, ey. Was soll denn der Scheiß? Leute, hier landen. Sir? Achso, die starten nochmal, weil das Ziel noch nicht vernichtet worden ist, ja. Hier landen. Schon unterwegs. Ja, Commander. Ach, Leute, mach doch mal diese Cyborgs kaputt hier. Ich brauche nochmal eine Vulkankanone. So, jetzt wird das ganze Team 2 haben wir verloren, weil ich dummerweise hinter den Spaß gelandet sind. Voll Trottel. Deswegen muss ich nochmal 2 Orcas bauen. Ärgerlich. Aber wie man sieht, habe ich hier schon ganz gut aufgeräumt. Naja. Könnt ihr den mal. Leute, stellt euch nicht so dämlich an. Titan her. Einheit bereit. Ja, Sir. Ich muss auf jeden Fall noch die Artillerie ausfindig machen, bevor ich mit den Titanen reingehe. Einheit bereit. Das ist sonst zu riskant. Ja, das ist gut, die haben sich schon aufgebaut. Da fahren die nämlich nicht mehr so schnell weg. Das heißt, ich werde gleich 4 Jäger hier drauf hauen, 4 Jäger da drauf hauen, 4 dort und 4 dort. Und dann muss ich echt die gesamte Artillerie ausgedehnt haben. Ja, hier. Ja, hier. Greift. Bereit zum Ziel. Zieh an. Einheit bereit. Pilot zur Stelle. Hier 3. Bereit. Zur Stelle die. Ihr 3. Zerstört die hier. Habt ihr noch was drin? Ja, dann macht ihr die hier auch noch kaputt. Aus der Luft. Einheit bereit. Stehen haben. Scheiße, ich kann eine Massenvernichtungswaffe haben. Schön Millionen Dinge hier jetzt rein hier. Und Geld haben die noch. Das muss im nächsten Angriff unbedingt das Ding hier vernichten. Oder ich zerstöre einfach die Hand von Nord, dann kann ich mit dem Geld gar nichts tun. Einheit bereit. So, fehlt hier immer noch einer? Wo sind denn die anderen alle? Achso, da kommt sie noch an. Okay, nein, es fehlt keiner. Alle vollständig. Ich glaube, ich habe damit auch alle Artillerien erwischt. Einheit bereit. Ja, komm, wir brauchen noch 5 Titanen, wenn ich es kann. Ja. Dann fliegen wir noch eine Runde in Luftangriff und dann gehe ich mit allen Titanen, die ich habe, rein. Dann überrenne ich sie einfach. Sir? Alle voll? Alle voll. Gut, super. Der nächste Angriff. Ja, nee, komm, mach das so. Wir zerstören erstmal die Kraftwerke hier hinten.
Einheit bereit. Sicherheitshalber. Nicht, dass sie gleich die Verteidigung anspringen, wenn ich die Hand von Nord zerstört habe und die Sammler. Achso, die Lasertürme wollte ich ja noch zerstören, richtig. Fangen wir mal damit an. Zerstören wir erst die Lasertürme. Das ist uns einfach zu viel. Sag mal, wo ist denn der Rest von der Einheit? Nur so als Frage. Der Tod aus der Luft. Den. Und los geht's. Einheit bereit. Genau, und als nächstes dann wieder Kraftwerke. Aufladen, dann habe ich hier noch die drei Großkraftwerke, die müssen noch weg, sonst springe der die Luftverteidigung den Laserzaun wieder an. Wobei das ehrlich gesagt dann auch wieder egal wäre, wenn ich die Lasertürme vernichtet habe. Ich glaube, es ist auch jetzt schon egal, wenn man es aufgeklärt hat. Wenn ich mir angucke, was ich hier an Titan stehen habe, brauche ich mir, glaube ich, nicht mehr so die allzu großen Sorgen machen, dass das schief gehen kann. Und ich glaube, jetzt auch zu sein. Überlegt Titan noch dazu. Ja, noch dazu. Und dann werde ich mit dieser Titan-Truppe gleich mal loslegen. Das ist, denke ich, genug. Und notfalls habe ich ja immer noch den Hotkey Team 1, um Unterstützung zu. Oh, nicht ganz. Bereit. Ihr seid alles mit, bitte. Danke. Einheit bereit. Um Unterstützung zu rufen. Gut, das war's. Wir beenden das Ganze jetzt. Einheit bereit. Diese Schleim macht es mehr als ausreichend. Das ruckelt schon wieder, weil die alle Pilze sind. Scheiße. Oh Mann. Na, okay, das kann ja heiter werden. Scheiß auf Schwebepanzer, wir haben auch schon Schwebepanzer. Boah, ich hab fast das ganze Sphärium hier abgeerntet, wie krass. Naja. Jetzt werde ich aber ein bisschen die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Halt. Ja, okay, da brauche ich halt noch mehr Schwebepanzer. Genau das meine ich nämlich. Knack, und dann können die da einfach rüberlaufen. Ja, Sir. Einheit bereit. Hele sind egal. Soll ich mit dem Maschinengewehr auf meine Titanen schießen? Ich hab genug davon. Ja, und die müssen jetzt mal weg hier. So, zack, der weg. Tschüss, der weg. Hank, weiter. Einheit bereit. Ach, scheiße, das ist eine Artillerie. Fuck it. Team 1, schnell hierher. Einheit bereit. Ja, okay, dann hab ich halt ein paar verloren. Ist egal. 8-6, ich hab genug Titanen, um hier echt aufzuräumen. Hierher und dann tot euch aus. Halt, Kraftwerke wurde zerstört. Das schon wieder nicht, okay. Over und out. Over und out. Einheit verloren. Schon unterwegs. Bereit zum Ziel, bereit zum Ziel. Einheit bereit. Komm mal hierher, bitte. Schlagen alle mal hierher. Danke. Zwei. Alter, ihr sollt die scheiß Türme vernichten. Schon unterwegs. Also, schnell. Den weg. Zerstört mal den. Den. Sir. Mal. Der Tod aus der Luft. Oh, die wollen mich echt verarschen, ne? Over und out. Da fliegt zurück, die macht den Titan alleine. Sei es drum. So, wir müssen weg. Wie Sie befehlen. Ja, dann brauche ich noch mehr Titan, das wird sein. Hier mal rein. Und Gas. Bereit, Sir. Und Gas.
Laserturm hier? Nein, ich will das Ding kaputt. Er ist den Laserturm weg. Einheit verloren. Einheit bereit. Ja, ich habe genug Einheiten gebraucht, ist ja egal. Wie Sie befehlen. Die beiden Kack Artillerie hätte ich vorher mal irgendwie versuchen müssen zu ziehen. Erledigt. So, jetzt muss ich den Heliporten zerstören, das muss den Flieger nicht mehr nerven können. Und Team 1, steigt jetzt bitte hier hinten mal die Lasertürme an. Ja, hier. Und hier zerstört die Kraftwerke, wenn Team 1 schon zu blöde dafür ist. Dann macht ihr das halt. Motor an. Wir stehen unter schwerem Schuss. Wie Sie befehlen. So, ist das Kraftwerk weg. Und jetzt das Kraftwerk weg. Stehen weg. Stehen weg. Tschüss. Stehen zerstören. Motor an. Pilot zur Stelle. Team 1, das Ding zerstören. Einheit bereit. Einheit bereit. Sehr gut. So, okay. Jetzt muss ich noch zerstören. Den ganzen Krempel, der hier noch rumfliegt. Also das Ding, die Laserzäune und die kleinen Sachen hier. Team 1 im Saft. Und den Rest kann ich ignorieren. Ein paar Reste hier und da sind egal. Spielt keine Rolle. Ja. Das sind ja theoretisch die Stufe, kannst du das hier hinten reinbringen. Hier. Na gut, bleib du lieber hier. Mach dieses Team hier. Erledigt. Der sprengt es doch, meine Füße, dann muss es schwierig sein. So, zack, den weg. Und den weg, bitte. Und dann hau ich noch ein bisschen. Jetzt kann ich die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen raufsetzen. Dauert sonst alles zu lange. So, den weg. Brauche ich noch mehr Titan, weil ich es halt kann. Den weg, tschüss. Das Ding zerstören. Das Ding zerstören. Einheit. Und gleich ist es geschafft. Noch das bisschen Rest hier und Laserzäun. Erledigt. Ne, noch die beiden noch. Dann haben wir es geschafft, dann ist die Basis vernichtet. Einheit bereit. Das sei denn, die Knopf müsste, dass ich auch nicht wollen, dass ich auch die Sammler zerstöre. Aber das ist auch kein Thema mehr. Einheit verloren. So. Bereit. Ja, es geht. Ja, ja. Ja, Kommander. So. Einheit bereit. Oder muss ich natürlich alle Panzer zerstören? Das wäre ja albern. Einheit bereit. Im Endeffekt aber auch egal, es war mit so viel Titan. Kein Problem. Den weg und den zerstören. Von der Basis hier ist nichts mehr über. Also beim letzten Mal musste ich diese Einheit hier nicht verlangen. Geht doch, alles da. Hat funktioniert, wundervoll. Eine Stunde, zwei Minuten. Mal 40 Minuten schneller, fast 40 Minuten schneller als gestern. Wunderbar. Das ist doch wundervoll. Hier, das Testspiel war das. Da habe ich auch 66% erreicht, habe aber eine ganze Ecke länger gebraucht. So, let's play. Das sollten Sie sich ansehen, Sir. Jetzt, wo ich die Basis Hammerfest zerstört und die Schallkristalle der GDI gestohlen habe, wollte ich mich doch in aller Form bei Ihnen bedanken, Commander. Ich bin ein wahrer Fan der Panzertechnik und der Disruptor wird ein Schmuckstück meiner Sammlung abgeben. Oh, bevor ich's vergesse. Tut mir leid wegen Ihres Bruders, McNeil. Ich habe gehört, er ist ausgesprochen langsam und schmerzvoll gestorben. Ja,
Wir empfangen Schallschwingungen von einem Nordpanzerzug aus Richtung Süden. Das sind die Kristalle. Wenn wir den Zug angreifen, bevor er die Nordbasis erreicht, kriegen wir sie vielleicht zurück. Entreißen Sie Kanes gierigen Fingern diese Kristalle, Mac. Es ist lebenswichtig, dass Sie verhindern, dass dieser Zug den Nordstützpunkt erreicht. Denken Sie daran, wenn man die Lokomotive erwischt, hält der Zug augenblicklich an. Die Eisschmelze in den letzten Tagen hat Ihre einzige Eisenbahnbrücke unbrauchbar gemacht. Nordbautrupps sind unterwegs, um sie zu reparieren, also beeilen Sie sich. Sie können die Kristalle leicht zurückholen, wenn Sie den Zug erwischen, bevor Nord die Brücke reparieren kann. Sonst müssen wir den Stützpunkt angreifen, um die Kristalle wiederzubekommen. Genau, wieder keine Auswahlmöglichkeiten, aber diese Zugmission, die machen wir dann beim nächsten Mal, beziehungsweise das letzte Play, Command & Conquer Tiberian Sun.